damit der Blickkontakt unterbrochen wird, die Reize nicht zu sehen sind. Dann sagt er weiter, das ist reiner für eure Herzen und für ihre Herzen. Dann in Sure 24, Vers 31 finden wir, das Wort steht, sie sollen ihre, dass das ein Zeichen ist für die Frau, dass sie ihre also hier steht, und sie sollen ihre Kopftücher auf ihren Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen und so weiter. Und dann wird erwähnt, dass dies ein Zeichen für die Schambewahrung der Frau ist. Also finden wir hier im Koran keinen einzigen Hinweis darauf, dass das Kopftuch ein Zeichen der Unterdrückung der Frau ist. Also woher kommt dieses Konstrukt im Kopf der Menschen? Woher kommt dieses Vorurteil, dass das Kopftuch ein Zeichen der Unterwerfung der Frau ist oder der Unterdrückung der Frau ist? Dieses Konstrukt kommt aufgrund der Bibel. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 17, Vers 7. Wenn sich eine Frau nicht bedeckt, so möge sie geschoren werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, geschoren oder kahl geschoren zu sein, so möge sie sich bedecken. Wenn ein Mann, jetzt es geht um das Hauptbedecken, das ist hier extra nicht ganz übersetzt worden, dass man es rausfindet, jetzt geht es aber um den Mann, das wird der Gegenpol wird jetzt gezeigt. Denn ein Mann sollte sein Haupt, mir wird Haupt erwähnt, davor nicht, dass man sich auch ein bisschen vertun kann, sein Haupt nicht bedeckt haben, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Das heißt, der Mann darf den Kopf nicht bedecken, weil er ist Gottes Bild und Herrlichkeit. Andere bedeutet Abglanz und Abbild Gottes. Denn der Mann ist nicht aus der Frau, also der Grund, warum hat der Mann keine Kopfbedeckung, die Frau eine Kopfbedeckung. Denn der Mann ist nicht aus der Frau, sondern die Frau aus dem Mann. Und überdies ist der Mann nicht um der Frauen willen erschaffen worden, sondern die Frau um des Mannes willen. Deshalb sollte die Frau um der Engel willen ein Zeichen der Befugnis auf ihrem Haupt zu tragen. Und da finden wir dann, mit Rücksicht auf die Engel, sollte ein Zeichen der Befugnis, das heißt das Kopftuch, auf ihrem Haupt zu tragen. Dies geht zurück auf eine Stelle im Alten Testament, 1. Mose 24, Vers 65 und 1. Mose 2, Vers 24, wo steht, dass sich die Bewohner, die Kinder Gottes, womit die Engel gemeint sind, in die Frauen der Erde, in die Menschentöchter verliebt haben und daher sollen sie ihr Haupt bedecken. Ja? Und davor, wie gesagt, wird ganz deutlich gesagt, der Mann ist Abbild und Abglanz Gottes, die Frau ist aber Abglanz des Mannes. Ja? Und der Mann ist nicht aus der Frau, sondern die Frau ist, der Mann ist nicht für die Frau erschaffen, sondern die Frau für den Mann. Das nur dazu, dass ich keine Beleidigung finde, sondern das ist, was hier steht. Und mir geht es nicht darum, weil ich hätte dieses Thema nie aufgemacht. Und hätte gesagt, ja komm, wir gucken mal in der Bibel, was da über Kopf zu stehen, weil es interessiert mich nicht die Bohnen. Sondern warum erwähnen wir das? Weil überall sehen wir im Bild die Frau, im Islam die Frau, schau dir die Frau an, die Frau und so weiter und so fort. Und wir schauen uns in Deutschland um, oder ich gehe jetzt mal von Deutschland raus in den USA, in den USA gibt es 20 Millionen Menschen mit Depressionen, die meisten davon Frauen. Wo gibt es die wenigsten Frauen mit Depressionen? In den islamischen Ländern. In Deutschland gibt es 4 Millionen Menschen mit Depressionen, die meisten davon Frauen. Wo sind die meisten wenigsten Frauen mit Depressionen? In den islamischen Ländern. In Deutschland alle 47 Sekunden ein Selbstmord. Das heißt, sind die Menschen glücklich geworden? 47 Minuten. Alle 47 Minuten ein Selbstmord. In welchen Ländern gibt es die wenigsten Selbstmorde? In den islamischen Ländern. Wird vielleicht einer jemand denken, das sind nicht meine Worte, das ist von Nicht-Muslimen. Wird vielleicht jemand denken, die ganzen Selbstmordanschläge, aber trotzdessen, Alhamdulillah, weniger. Das heißt, wo ist die Glücklichkeit? Hat es dich glücklich gemacht? Anscheinend nicht. Ich werde es nachher nochmal wiederholen, denn doppelt gemoppelt hält besser. Sagen wir uns. Dann die Bildung der Frau. Viele Leute sagen, ja guck mal, in Afghanistan, die Frau hatte kein Recht auf Bildung. Als allererstes, Islam ist nicht, was sagen die Taliban oder was sagt Al-Qaida oder was das in Afghanistan praktiziert oder in Senegal oder was weiß ich wo. Islam ist Qala Allah Qala Rasulullah. Was sagt Allah im Koran, was sagt der Gesandte Allahs? Also wenn er in irgendeinem Land
keine Bildung gibt für Frauen, dass die Frauen nicht in die Schule gehen dürfen, dann schauen wir uns an, stimmt das mit Koran und Sunna überein? Oder ist der Grund, dass diese Leute, diese Frauen keine Bildung machen, weil es gar keine Bildungsmöglichkeit gibt und diese Leute sich oder diese Regierung sich erstmal auf die Bildung der Männer konzentriert? Woran liegt? Das ist nicht unsere Angelegenheit. Wir gucken im Islam, hat die Frau Recht auf Bildung? Natürlich hat sie Recht auf Bildung, denn das beste Beispiel ist wer? Die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi, die geliebte Frau, Aisha radiallahu anha, die seit jungem Alter mit dem Propheten zusammenlebte und großen Nutzen durch diese Ehe hatte, denn sie war nachher diejenige gewesen, die 88 Gelehrte, Islamgelehrte ausgebildet hat. Und sie war zu ihrer Zeit, kein Wunder, weil sie war so lange mit dem Propheten zusammen, Gelehrte in Mathematik und in Medizin gewesen zu dieser Zeit. Natürlich war zu dieser Zeit die Medizin nicht auf dem Stand wie heute. 88 Gelehrte hat sie ausgebildet. Alhamdulillah, das ist der Beweis für uns, die Frau kann lernen, weil sonst kann sie nicht lehren. Erstmal muss sie lernen, dann muss sie lehren. Jetzt, was lesen wir in der Bibel? Weil, wie gesagt, das Bild, guck mal, die arme islamische Frau darf kein, darf nicht lernen und lehren, wurde nicht von mir aufgemacht, ja, sondern von anderen Leuten. 1. Timotheus 2, 11 bis 15 steht, dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht. Auch nicht, dass sie über den Mann herrscht. Sie, also die Frau, soll sich still verhalten, Mund zu machen. Denn zuerst wurde Adam erschaffen, dann Eva. Und nicht Adam wurde verführt, sondern Eva. Neues Testament. Das ist also. Dann, nächste Sache, die oft als Vorteil angewandt wird, ist, dass der Mann der Frau nicht die Hand gibt. Im Islam. Das Allererste ist, die Frau gibt doch dem Mann nicht die Hand, oder? Also es ist totaler Schwachsinn zu sagen, das hätte irgendwas mit dem Recht der Frau zu tun. Dies hat etwas mit Schamhaftigkeit zu tun, was in unterschiedlichen Kulturen erstmal unterschiedlich ausgebildet ist. Zum Beispiel, in einigen Kulturen ist es so, da geht jemand mit seiner Frau und seinem besten Freund und er mit seiner Frau, die gehen draußen irgendwo, die gehen in den Nachtclub tanzen. Und dann tanzt der Mann mit der Frau von seinem besten Freund, Lambada, und das ist kein Problem. Das sieht nicht kein Mensch. Das heißt, da ist kein dieses Schamgefühl nicht vorhanden, die dann nachher noch im Bett. In Deutschland gibt es mittlerweile Swingerclubs, da gehen verheiratete Pärchen irgendwo hin, und da passieren die schlimmsten Dinge. Aber im Islam, und wir sehen heutzutage in Deutschland, ich rede von Deutschland, weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht, wie viel Prozent der Ehen werden geschieden? Durch Fremdgehen. Kennt ihr dann auf dem Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Ein großes Dilemma, ein großer Schaden für die Gesellschaft. Woran liegt das? Das liegt daran, weil man nah an nah sitzt und man verliebt sich auf einmal in einen anderen Mann, eine andere Frau. Und es können gerne viele sagen, nein, ich doch nicht. Also ich, nein. In Deutschland, 50% der Männer sind in einer festen Beziehung irgendwann mal fremdgegangen und 45% der Frauen. DOVE-Studio. D-O-V-E. Bitteschön. Was ist dadurch passiert? Schau dir die Scheidungsrate an. Schau sie dir an. Schau dir an, wie viele Kinder unehelich geboren sind, wie viele Kinder nur mit ihrer Mutter aufwachsen und nicht mit ihrem leiblichen Vater oder andersrum. Schau sie dir an. Jetzt, was hat das mit dem Handgeben zu tun? Ich sage ganz klar. Weil der Islam zieht eine rote Linie, eine rote Ampel. Wenn du zum Beispiel abends, du fährst zum Beispiel in der Nacht und du kommst an eine Kreuzung und die Ampel ist rot und rechts und links kommt kein Auto, fährst du rot? Nein, du bleibst trotzdem stehen. Warum? Das ist die Regel. Im Islam wird der Kontakt mit der Frau hat eine rote Ampel. Das ist diese Armlänge. Denn wenn du diese Armlänge nicht überschreitest, dann wird es auch nicht dazu kommen, dass du Küsschen links, Küsschen rechts machst und danach nach Bade tanzen gehst oder noch schlimmere Dinge, weil du hast eine rote Linie, eine rote Ampel. Aber wenn du diese rote Linie, diese rote Ampel überschreitest, ist es genau mit dem, der nachts fährt und denkt, ach ja, von rechts und links kommt keiner und plötzlich kommt noch einer angefahren. Kaputt. Deswegen, das ist im Islam die rote Linie. Wie ziehen wir das aus Koran und Sunna? Ganz einfach. Ich gebe ein Beispiel, weil viele Leute werden sagen, nein.
Das gibt es gar nicht im Islam. Warum? Weil sie wollen den Menschen, den Nicht-Muslimen beeindrucken. Sie sagen, guck mal, wir sind auch tolerant, wir geben der Frau die Hand. Das hat nichts mit Toleranz zu tun. Wir müssen die Menschen nett behandeln. Und wenn wir mit jemandem reden, wir machen es ihnen klar, ich habe noch nie Probleme damit gehabt. Bei mir auf der Arbeit zum Beispiel, erster Tag Arbeit, wir haben bei uns arbeiten viele Muslime, ich komme rein, die Frau kommt da hingegen. Ich sage, Entschuldigung, bei uns im Islam ist es so, wir haben eine rote Ampel und so weiter. Problem kenne ich schon, kein Problem kenne ich schon. Kein Problem. Ich will sie nicht damit beleidigen, das soll keine Beleidigung sein, man soll das den Menschen klar machen. Nicht so, ich gebe den Frauen keine Hand. Natürlich, da kommen die sich beleidigt vor. Sondern du erklärst das und sagst, es ist bei uns so, es gibt eine rote Linie, ich darf nur meine Frau berühren oder die Frauen, die mit mir, zum Beispiel meine Mutter, meine Schwester und so weiter. Ja? Ganz einfach, so macht man das den Leuten klar. Und dann wird auch jeder verstehen. Es ist aber nicht so, ja, ich verstecke den Islam, das ist Islam. In allen vier Madhhab ist es so, alle vier sunnitischen Madhhab, auch wenn viele Leute sich wahrhaben. Was ist der Beweis dafür für die Muslime erstmal aus Koran und Sunna? Ich gebe euch einen Beweis, damit man es richtig versteht. Allah sagt im Koran, man darf zu seinen Eltern noch nicht mal Uff sagen. Darfst du zu deinem Vater eben alter Esel sagen? Weil Allah sagt im Koran, du darfst nicht Uff sagen. Da steht nicht, du darfst nicht alter Esel sagen. Oder du Blödmann. Ja, logischerweise, wenn du noch nicht mal Uff sagen darfst, dann darfst du natürlich jetzt rechtlich etwas sagen, was schlimmer ist als Uff, oder? Logisch, ja? Jetzt sagt Allah, du sollst, wenn du die Frau siehst, deine Blicke senken. Jetzt frage ich mich, was ist näher? Der Blick oder die Berührung? Die Berührung. Logischerweise. Und dann ist es wie die Gelehrten, wie Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmed, Imam Malik, rahimahullah, dies abgeleitet haben, diese Regeln. Und das kann man natürlich auch bei Imam Nawawi, rahimahullah, lesen. Dann wird gesagt, im Islam darf die Frau nicht arbeiten. Natürlich darf die Frau im Islam arbeiten. Zur Zeit des Propheten haben viele Frauen gearbeitet. Aber im Islam ist das nicht die optimale, nicht immer. Natürlich, wenn zum Beispiel die Frau einen nützlichen Job hat, ist das sowieso eine gute Sache. Aber im Islam ist es auch eine tugendhafte Arbeit und eine geschätzte Aufgabe, wenn die Frau zu Hause um ihre Familie kümmert. Und das ist keine Schande, wie bei einigen Leuten, die es als Schande ansehen, wenn die Frau zu Hause sitzt. Dann werden einige Leute fragen, wie schlecht das wäre. Die Frauen sitzen jetzt hinten, die Männer vorne. Ich bin eine Frau, ich bin auch vorne sitzen. Warum darf ich nicht vorne sitzen? Warum sitzen wir nicht? Ganz einfach. Die Frau ist geschützt. Du hast kein Recht als Mann, die Frau anzuglotzen. Das heißt, wenn die Frau vor dir ist, und die Männer kriegen sowieso immer solche Stielaugen, deswegen wird die Frau geschützt, haben wir immer. Und ich hoffe, die Frauen hören dahinter alles. Ja? Haben wir da. So, und dann Geschlechtertrennung hat sowieso nichts damit zu tun, sondern ist auch wieder eine rote Ampel. Und eine Geschlechtertrennung hat etwas mit, auch wieder mit Schamgefühl zu tun. Und Schamgefühl ist wieder unterschiedlich ausgeprägt, auch in unterschiedlichen Kulturen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ja, haben wir hier in Deutschland oder in der Schweiz auch mit Geschlechtertrennung zu tun? Ja. Geh mal raus auf Klo. Da ist ein Männerklo und ein Frauenklo. Da muss man nicht einfach rein raus. Da gehen alle rein. Ah, gehst rein, kommt gerade die Frau raus. Hast du jetzt die Tür abgeschissen, Klo, wird die Tür aufgemacht. Subhanallah. Das heißt, zum Beispiel, ich habe eben gesehen, da ist ein Mann, der hat seine Tochter mit auf das Frauenklo, mit auf den Männerklo genommen, weil er heute, die konnte wohl nicht selber auf Toilette gehen. Und sie sagt, ja, kann ich denn hier hin? Das heißt, man kennt diese Sache schon. Auf anderer Ebene. Mann und Frau sind gleich, aber sie sind nicht dasselbe. Und das ist auch ganz logisch, weil es gibt natürliche Unterschiede, was kein Mensch deuten kann. Du wirst es zum Beispiel in der Geschichte der Menschheit niemals sehen, dass ein Heer von Frauen geschickt worden ist, um ein anderes Land anzugreifen. Wirst du nie finden. Das heißt nicht, dass man ein anderes Land angreifen muss. Das will ich damit nicht sagen, sondern damit will ich nur sagen, dass die Natur unterschiedlich ist. Wenn du zum Beispiel zu Hause eine Ratte hast, ja, oder eine Maus. In meisten Fällen, die Frau, wenn die Maus sieht, kriegt einen Schreck. Und der Mann ist derjenige, der die Maus kalt macht. In den meisten Fällen, so stimmen sie, da habe ich recht. Das heißt, aber das ist keine Schande für die Frau.